Willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Oh, ich habe einen Kratzen im Hals. Fängt schon gut an. Oh, hi, hi. Ja, übrigens, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, ne? Ich bin ja gar nicht so der Horror-Fan-Game, ne? Oh, die Jägerin. Und ich hatte aber jetzt doch... Oh, ich glaube, wir müssen los. Ah, komm, dann gehe ich in den Schrank rein. Oh, scheiße. Ah, jetzt bin ich auch noch gefährdet, ey. Yo, yo. Das ist kacke. Ich hasse es, ne? Wenn also eine Jungfrau jetzt dabei ist und man frontal dabei hat oder auch innere Heilung. Ja doch, innere Heilung ist das ja, ne? Weil man möchte dann gar nicht mehr den Spind benutzen. Aber was wollte ich sagen? Na, ich bin ja gar nicht so der Horror-Game-Fan. Nur letztens habe ich jetzt mit meinem Sohn zusammen, der wollte unbedingt ein Horror-Game mal machen, ne? Und da hatten wir uns dann, oder habe ich mir dann Resident Evil 2 ausgesucht, ne? Ich, ohne Wissen oder sonst irgendetwas, weil ich habe noch keinen anderen Resident Evil Teil gespielt, und hat mir geholt. Und in dem Resident Evil 2 ist ja hier diese Police Station, das Hauptding, der Hauptort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ne, seitdem, wenn ich hier in Dead by Daylight auf dieser Map bin, ne, auf dieser Raccoon Police Station hier, ich finde die Map jetzt noch einen Ticken geiler, ne, seitdem ich Resident Evil 2 jetzt gespielt habe. Ne. Und ich finde, haben die Entwickler richtig geil umgesetzt. Ne. Das haben die wirklich richtig geil umgesetzt. Ne. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Ne. Also vorher hatte ich dazu keine Meinung, außer... am Anfang habe ich sie gehasst, hinterher gemocht. Ne? Dann habe ich jetzt die Änderung mit Ost- und Westflügel, habe ich erst gehasst. Jetzt ist es mir egal. Ne, so geht's ja immer, ne? Aber wie gesagt, die Adaption von Resident Evil zu Dead by Daylight, die Map, richtig geil gelungen. Finde ich richtig geil. So, und an den Perks habe ich ein bisschen was geändert, ein bisschen Aura mit reingenommen, frontal beibehalten. Ja gut, ihr wart ja jetzt dabei. Ich habe ja viele... die kommt jetzt, glaube ich, ne? Ach nee. Okay, die war da unten. Jetzt kommt sie hoch. Oder? Ist doch hier, oder? Ja, ich glaube, die wird da vorne an in der großen Lobby sein, am Geländer, ne? Jo, die war hier. Oder ist Ruine am Start? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Das ist, wenn man nur was anderes im Kopf hat, ne? Nee, aber ihr wart ja dabei. Ich habe ja jetzt ganz oft hier mit Wildes herausfinden und frontal gespielt. Und ich habe auch oft gehabt, dass ich die Situation hatte, dass Wildes herausfinden, also dass ich das triggern konnte, also auslösen. Hammer. Noch kein Hook und wir haben schon drei Gens fertig, ne? Oh, da ist der vierte. Nur, jetzt habe ich doch gedacht, ich ändere mal ein bisschen und packe mal ein bisschen Aura rein. Oh, shit. Warum? Oh. Die wusste gar nicht, dass ich da bin, ne? was wollte ich jetzt sagen? Genau. Und weil ich frontal halt öfter nutzen konnte als Willis herausfinden, habe ich momentan jetzt Willis herausfinden rausgenommen, da ein bisschen Aura mit drin. Ne? Dunkle Wahrnehmung und wachsam. Ne? So. Wachsam triggert halt, wenn der Killer was kaputt macht, ne, so wie jetzt gerade, dann können wir ihn sehen. Und dunkle Wahrnehmung ist getriggert, wenn Jen angeht.
Das bleibt so lange aktiv, bis... Oh, hi Ace. Ja, ich bin schon geheilt. Ne, ich bin schon geheilt. Achso. Ja, dann musst du... Ey, musst du Platz machen. So, wie jetzt dunkle Wahrnehmung ist jetzt getriggert, weil sie in so einem gewissen Radius drin war bei mir. 24 Meter, glaube ich. Und dann können wir die Aura sehen. Ach, den wollen wir jetzt hier durchziehen. Ey, nice. Also, sagen wir mal so, sie hat jetzt wirklich eigentlich nicht wirklich eine Chance, ne? Ja, ich mach mal eben fertig. So viel Zeit muss sein. Jo. Ace, warum machst du nicht auf? Warum machst du nicht erst auf? Okay, sie ist aus dem... Ah, aus dem Killergriff befreit und Adrenalin. Nice. Nice, nice. Jetzt kommt sie doch nicht hier hin, oder? So. Von wo kommt die? Oh, 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 oh. Achso, die wirft noch oft. Ja, bei ihr muss man aufpassen, ne? Also wenn sie am Ausgang steht und man selbst rennt, jetzt will da hin und denkt, oh, man ist bei voller Gesundheit. Bei der Jägerin tut das nicht oder sehr mitbedacht. Weil ihr rennt auf das Tor zu, ne, was auf ist. Sie ist da. Dann kommt aber das Beil. Guckt hier zu mir, ja. Okay. Dann kommt aber das Beil. Nee, nee. Oh, oh, oh. Jetzt zum Beispiel, jetzt zum Beispiel. Ja, okay, sie macht keine Anstalten, ne? Ja, die hat aufgegeben. Die hat aufgegeben. Aber wie gesagt, sonst ist das fast so eine Situation wie jetzt mit Ace, ne? Ihr rennt auf das Tor zu, kriegt einen Beil und sie kann dann aber, natürlich, nach dem Beilwurf quasi fast instant ja auch zuschlagen, ne? Oh, jetzt bin ich reingelaufen. Also wie gesagt, da müsst ihr immer vorsichtig sein, ne? Weil ich bin ja auch schon... Hat mich auch schon mal erwischt, ne? Einmal einfach nicht dran gedacht, okay, ich bin quasi, wie gesagt, ich bin echt gesund zum Haken, zum Ausgang und dann lag ich da hinterher, ne? Der Beil gefressen, ich glaube, ich bin so vor so einem Hügel gesprungen. Und quasi bei der Landung hat sie mich mit dem Beil erwischt und dann sofort quasi instant geschlagen und dann lag ich down. Da war das, der sichere Escape war natürlich dann Pustekuchen, ne? Ja gut. Ja, wir haben uns jetzt hier noch ein paar Punkte gegönnt. Ja, eigentlich eine kurze Runde. Killer hat hinterher nicht mehr hinterher wirklich mitgemacht, weil wenn dann vier Gens und fünf Gens dann rum dem Killer um die Ohren fliegen und er dann den ersten Down hat, ja gut, okay. So. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wie immer hoffe ich das, ne? Und drückt den Abo-Button, ne, haut mir ein Abo rein, dann erreichen wir jetzt langsam aber sicher die 1000, fehlen ja jetzt glaube ich unter 50 nur noch. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis zur nächsten Folge würde ich sagen. Ciao, euer Malida.